bin Amadeus Kaltmann, ich komme aus Essen und ich reite gerne und ich freue mich auf die Special Olympics. Ich bin Stephanie Wiegel, ich komme aus der Klasse Almo Metzmann, bin Athletensprecherin und fahre Rollerskater. Ich bin Luis Demer, bin Tennisspieler, aber bei den Weltspielen in Berlin, da helfe ich im Kulturprogramm mit, weil mir wichtig ist, dass Menschen mit Behinderung sichtbar werden. Mein Name ist Robert-Peter Herberg, ich bin Fahrradfahrer und komme aus Berlin und mache das dritte Mal die Weltspiele mit. Und ich freue mich schon richtig darauf, endlich mal wieder auf der Rennstrecke zu sein. Na wunderbar, ach, sehr schön. Na ja gut, das ist dann halt ja. Passt das Amadeus? Das ja, aus, passt ne? Alles. Berlin, Anfang April. Ja, finde ich auch sehr schön. Super. In einem Hotel werden die deutschen Athletinnen und Athleten eingekleidet. Für die Special Olympic World Games. Die Weltspiele für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Erstmals finden die Spiele in Deutschland statt. Rund 7000 Athletinnen und Athleten aus aller Welt werden sich ab dem 16. Juni in Berlin auf der großen Sportbühne miteinander messen. Mit dabei für das deutsche Team Amadeus Kohlsmann, Robert Herberg und Stephanie Wiegel. High five! Hallo. Hi! Wo fährst du hin? Aha, immer ins Ziel. Immer dem Goldring entgegen. Amadeus, Beine lang, Absätze tief, Zügel kürzer. Wir sind beim Reitverein Dattel. Athletinnen und Athleten mit und ohne Behinderung trainieren hier gemeinsam. Inklusion. Ruhiger galoppieren. Super. Der 19-jährige Amadeus Kohlsmann sitzt seit frühester Kindheit im Sattel. Für ihn sind es nun die ersten Weltspiele. Ja, verstehe. Aber du kriegst das schon hin. Ich gebe mein Versuch und mein Bestes. Und ich versuche es zu schaffen, zu gewinnen. Wenn ich gewinne, da freue ich mich. Aber wenn andere gewinnen, ist auch nicht so schlimm. Dann Hauptsache, dass ich das überhaupt schaffe. Amadeus Kohlsmann hat mit seiner Stute Träumerei bei den nationalen Special Olympics im vergangenen Jahr in Berlin Gold im Springreiten geholt und Silber in der Dressur. Das ist mein bester Freund, den ich immer habe und den liebe ich. Ja. Den mache ich sehr gerne. Und wir haben mit Träumerei auch in Berlin auch geritten, zusammen die deutschen Meister auch zu springen. Hat wahnsinnig riesig Spaß gehabt. Uta Deutschländer, Special Olympics Nationaltrainerin, wünscht sich für Talente wie Amadeus Kohlsmann mehr Inklusion im deutschen Sport. Also das ist ja jetzt nicht nur im Pferdesport so, das ist ja auch in allen anderen Sportarten so. Es wird halt einfach Zeit, dass sie gemeinsam mit anderen trainieren, sei es im Tischtennis oder dass sie gemeinsam in einer Volleyballmannschaft spielen oder was auch immer und dann auch zugehörig sind zum Verein und auch am Vereinsleben teilhaben können. Doch nur 2% der 87.000 deutschen Sportvereine sind inklusiv. Der Aufwand ist vielen zu groß. Womöglich auch der Umgang mit Rückschlägen in der Trainingsarbeit. Sie glauben, rechts und links ist klar und verstanden. Und plötzlich kommt dann der Rückschritt, dass wir nicht mehr wissen, wo rechts und links ist. Da müssen sie dann einfach drauf reagieren. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Aber an sich macht natürlich Reiten mit Menschen mit geistiger Behinderung extrem viel Spaß. Einfach, weil die es ja auch so gerne wollen.
Amadeus Kohlsmann ist in einer Reiterfamilie aufgewachsen. Gemeinsam mit seinen Schwestern hat er früher auch an offenen Reitturnieren teilgenommen. Trotz aller Vorbehalte und Sicherheitsbedenken auch beim Kampfgewicht. Ich muss sagen, für mich war es total schwierig, weil ich habe gedacht, was denken die jetzt, wenn ich jetzt mit Amadeus um die Ecke komme? Und dann haben die natürlich alle geguckt und haben so ein bisschen gesagt, naja, ob das gut geht. Und da sind eher die Richter als die Eltern gekommen und haben gesagt, ist das denn sicher genug? Zuerst ging alles gut, doch die Reitprüfungen wurden schwieriger und er wirkte häufig überfordert, verirrte sich im Parcours oder vergaß elementare Reittechniken. Inklusion stieß plötzlich an Grenzen. Seine Schwestern haben ja dann gewonnen, dann hat er sich für die gefreut. Aber irgendwann war es dann auch, dass es mir so leid tat, weil dann hat er gesagt, irgendwann, also jetzt Mami, möchte ich aber auch mal platziert sein. Bei den Special Olympics hat er nun sein Glück gefunden. Reiten war für Amadeus Kohlsmann früher Therapie, mit der er Gleichgewichtssinn und Feinmotorik verbessern konnte. Heute ist daraus auch Wettkampf geworden. Und Begegnung mit anderen Sportlern aus der ganzen Welt. Amadeus, which animal have you chosen? Welches hast du dir ausgesucht? Elephant. An elephant, ne? Excuse me, how can we get to the lions? Lions. An der Waldorfschule in Langenberg wird der 19-Jährige durch eine Integrationshelferin begleitet. Auch hier sagen sie, der Sport tut Amadeus Kohlsmann gut. Auch das Hinarbeiten auf das große Ziel, die Teilnahme an den Wettspielen. Ich freue mich auf jeden Fall, den anderen Reiter und Reiterinnen zu sehen, wie andere reiten. Da bin ich auch gespannt und bin ich echt mal gespannt, wie das wird. Die Special Olympics Weltspiele finden alle 4 Jahre statt. Mit 7000 Athletinnen und Athleten aus 170 Nationen, darunter 474 Deutsche, die von der Teilnehmerzahl her größte Sportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Und so fing alles an. 1968, bei der Gründung der Special Olympics in den USA, galt es als ein Wagnis. Selbst im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Menschen mit geistiger Behinderung sollen Wettkampfsport betreiben? Die Skepsis wich rasch, auch dank der Kennedy-Familie als Initiator. John F. Kennedys Schwester Eunice, Mutter eines Kindes mit Behinderung, spricht in Chicago erstmals den Eid, der den Geist der Veranstaltung bis heute prägt. Let me win, but if I cannot win, let me be brave in the attempt. Dieser Geist erfasst eine ganze Nation. Im Nu werden die Special Olympics zu einer Massenveranstaltung, aber erstmal nur in den USA, wo sich auch viele Prominente begeisterten. Fertig? Los! Der erste deutsche Ableger 1998 in Stuttgart hatte den Charme von Bundesjugendspielen. Doch es zeigte sich auch hierzulande, mit bestimmten Einschränkungen können Menschen mit Behinderung alle Sportarten machen. Und gemeinsam ein großes Sportfest feiern, so wie vergangenen Sommer in Berlin die nationalen Spiele. Also die Entwicklung ist schon enorm, das muss man sagen. Und das ist genau das, glaube ich, was der Sport einfach auch ausmacht und wo das dann ein super Medium ist, einfach den Athleten dieses Selbstvertrauen zu geben, dieses Selbstwertgefühl, Dinge leisten zu können, die auch anerkannt werden. Und das zeigen unsere Athletinnen und Athleten sehr stark. Ein Großevent, bei dem auch er mitwirken will, aber nicht im Wettkampf. Luis Kleemeyer hat sich dafür entschieden, im Organisationskomitee in Berlin mitzuarbeiten. Obwohl der 21-Jährige als Goldmedaillengewinner der nationalen Spiele auch sportlich qualifiziert gewesen wäre, hat er den Tennisplatz mit dem Büro getauscht. Unter den 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Organisationskomitee ist Luis Kleemeyer einer von 10 mit geistiger Beeinträchtigung. Er arbeitet seit Sommer 2022 in der Abteilung für die außersportlichen Events. Sein Antrieb? Diese Spiele sollen noch inklusiver werden. Man kann selber
für die Zielgruppe aktiv sein und sagen, ich kann was verändern für uns. Mir geht es darum, wirklich, dass Menschen in Bindung merken, dass sie nicht alleine sind einerseits und merken dazu, dass sie wirklich dazugehören. Für die Special Olympics Bewegung ist der 21-Jährige ein Gesicht. Ein Vorbild für andere, mit dem die Bewegung wirbt. Mich zeichnet aus, dass ich ein positiver Mensch bin und gerne anderen Leuten helfe. Die Empfehlung der Agentur für Arbeit, in eine Werkstätte für Menschen mit Behinderung zu gehen, ignorierte er. Machte erst den Hauptschulabschluss, dann eine Ausbildung im IT-Bereich. Mittlerweile ist er Jungunternehmer. Über seine Website will er sportliche und kulturelle Angebote schaffen für Menschen mit Behinderung. Und möglichst viele in den ersten Arbeitsmarkt bringen. Dafür coacht er auch Personalchefs großer Firmen. Zwei Tage nach meiner Geburt habe ich nicht mehr geappelt. Und das hat dafür geführt, dass ich wirklich alles später gelernt habe, sei es Krabbeln, Laufen, Sprechen. Und das hat dafür geführt, wirklich, dass mich keiner verstehen konnte bis 10. Und jeder, der mit mir geredet hat, wurde eigentlich hat mit meinen Eltern gesprochen oder mit meinem Bruder zusammen. Die würde ich dann mir geholfen haben und als Besetzer gedient haben. Und habe dann mit 8 Jahren gesagt, okay, das muss auch irgendwie anders gehen. Bin ein halbes Jahr in ein Internat gegangen, ohne Elternbezug. Ich war nur am Wochenende zu Hause und habe dann wirklich nur Deutsch gelernt. Kein Mathe mehr, kein Erdkunde mehr, keine Geschichte mehr, sondern wirklich nur Deutsch. Und jetzt kann ich wirklich davon sagen, dass ich alleine klarkomme. Heute leitet Luis Kleemeyer Konferenzen im Organisationskomitee. Und das will ich einfach dann da mit Bildern natürlich bestätigen. Innerhalb kürzester Zeit ist er zum wichtigen Bestandteil des Teams geworden. Aber ne, muss man schauen, wie man so tun. Es passiert auch oft, dass Luis oder andere Mitarbeiter uns auf gewisse Dinge aufmerksam machen, die wir im Vorfeld vielleicht jetzt nicht so direkt gesehen haben. Und da ist uns halt an der Vorbereitung aufgefallen, auch mit den Anmerkungen von den Mitarbeitenden, die eine Beeinträchtigung haben, dass diese Formulare halt gar nicht barrierefrei sind und dass man sich da durchkämpft, auch wenn man Schwierigkeiten hat, Texte zu verstehen. Er wollte nicht nur eine Woche, sondern ein ganzes Jahr lang die Special Olympics-Idee leben und für mehr Sichtbarkeit sorgen. Wir als Menschen mit Behinderung sehen uns ganz oft selten auf der Bühne oder auf anderen großen Veranstaltungen. Und wenn wir das jetzt mehr zeigen, auf dem Festival, auf dem Kulturprogramm, dann trauen sich viele Menschen mit Behinderung wirklich selber, sich so mitwirren, ich kann das auch. Weil ich sehe, dass Menschen mit Behinderung auf der Bühne normaler wird. Luis Kleemeyer ist Funktionär, aber er bleibt auch leidenschaftlicher Sportler. In 4 Jahren bei den Weltspielen in Australien will er wieder als Athlet antreten. Sport hat mir sehr viel gegeben, also sei es wirklich Freundschaft. Mir haben die Ängste wirklich weggebrochen, sei es auf Leute zuzugehen. Man hat eine Gemeinsamkeit, wenn man wirklich mit Sport vieles verbinden kann. Eine Schulsporthalle in Langenfeld. Die Trainingsgruppe der Lebenshilfe Mettmann. Stefanie Wiegel ist schon seit 20 Jahren dabei. Berlin werden ihre 4. Weltspiele. Eine Special Olympics Athletin mit vielen Facetten und Talenten. Im Winter räumt sie auch auf dem Snowboard die Medaillen ab. Doch darum geht es ihr in erster Linie gar nicht. Also bei uns ist immer der olympische Gedanke, wir haben ein Eid und unter diesem Eid steht, dass wir mutig unser Bestes geben können und Spaß an der Sache haben. Ich möchte jetzt gewinnen. Das ist nicht der Gedanke bei uns. Wir laufen den Lauf, den wir einfach genießen. Wir wollen das einfach genießen, den Lauf. Und das dann zu geben, was wir geben können. Die 31-Jährige arbeitet in den Werkstätten des Kreises Mettmann. Gemeinsam mit Freundin und Trainingspartnerin Sarah. Schrauben, montieren, befestigen. Und dann geht's zum Sport. Also die Arbeit macht mir hier Spaß, das auf jeden Fall. Und dann auch die Produkte dann auch fertig zu kriegen und hinterher dann meinen Sport, den ich dann habe, da kann ich meinen Kopf freischalten und sehe ich meine Freunde wieder. Im Sport ist sie auch als Funktionärin tätig. Hallo Pia. Hi Steffi.
Genau, wir besprechen ja. Sie ist Athletensprecherin. Für den Weltspielen fair. Und auch das gehört zu ihrem Job. Viele Telefonate. Ja, ich kann ja das Protokoll vom Fachausschuss, wenn ich das ja habe, überfliegen und dann nochmal mit dem Athletenrat dann nochmal besprechen, genau. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Stefanie Wiegel ist die Vorsitzende der 14 Athletensprecherinnen und Sprecher der deutschen Special Olympics. In dieser Funktion geht es auch um Mitbestimmung in Fachausschüssen. Und um Einfluss, nicht nur während der Weltspiele. Da stehe ich auch für ein, dass es auch im Alltag so sein sollte, dass wir im Fokus sein können und dass wir eben wahrgenommen werden, weil wir sind eben anders. Ja, aber wir sind eben anders, wir sind eben so, wie wir sind und das kann man nicht ändern. Man kann es nicht ändern, weil wir sind einfach Mensch, wir sind auch Menschen, wie jeder andere auch. Das kann man nicht im Vergleich nehmen, dass wir auch einfach mit einbezogen werden, ob das, weiß ich nicht, in Entscheidungen sind, wenn man die Entscheidung treffen muss, dass wir auch Mitrecht haben, mitzuentscheiden zu dürfen. Bei ihrer Entwicklung war die Familie stets dabei. Die Bindung zur Familie ist eng. Stefanie Wiegel wohnt in unmittelbarer Nähe zu ihren Eltern. Hallo Papa. Hallo Steffi, komm her. Ein schönes Training wünsche ich dir. Wir haben jetzt gleich viel Spaß beim Training haben. Das Training wird dann gut. Ich hoffe, es kommen nachher alle. Das auf jeden Fall. Der Vater verpasst kaum ein Training. Seid ihr alle da? Ja. Alle hinter mir? Doch Dietmar Wiegel sagt auch, er hätte nicht erwartet, dass so viel Eigenständigkeit bei seiner Tochter einmal möglich sein würde. Wenn man ein behindertes Kind bekommt, dann denkt man am Anfang, oh Gott, was soll da draus werden, wie geht das weiter? Aber wir müssen sagen, nicht nur bei dem Sport, sondern auch allgemein, wie sie sich entwickelt hat, stehen wir heute da und sagen, ja gut, sie ist halt ein bisschen anders und es dauert manches ein bisschen länger. Aber sie ist für uns ein ganz normaler Mensch und dass sie sich so weit entwickelt hat und so selbstständig ist, hätten wir nicht gedacht. Go! Gudrun Kronenberg trainiert das Skater-Team schon seit 12 Jahren. Ja, schnell, schnell, schnell! Gut! Stefanie Wiegel ist einerseits mit 20 Jahren Special Olympics-Erfahrung ein Musterbeispiel für Selbstbewusstsein durch Sport. Andererseits, ihre Trainerin hat schon mehrfach vergeblich versucht, talentierte Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung in Vereinen unterzubringen. Das ist nur in 2 Fällen gelungen. Sei oft am Willen der Vereine gescheitert. Oder an der Entfernung zum nächsten inklusiven Verein. Man müsste die natürlichen Sportvereine einbinden und die einfach mitmachen lassen. Aber die brauchen natürlich auch ein bisschen mehr Betreuung und ein bisschen mehr Unterstützung. Aber unsere Gesellschaft, sage ich mal, ist weit davon entfernt zu sagen, ja, wir inkludieren geistig behinderte Menschen. Sehe ich als noch lange nicht erreicht an das Ziel, was wir da haben. Es ist einfach kompliziert, einfach bei den normalen Vereinen einzugliedern, um Genugheit zu bekommen und den Sport zu treiben zu dürfen. 9 von 10 Menschen mit geistiger Behinderung treiben keinen Sport. Nur 20% der Special Olympioniken trainieren in inklusiven Sportvereinen. Auch das Team aus Mettmann bleibt unter sich. Ein strukturelles Problem. Es gibt die Situation, dass Athleten nicht willkommen sind. Sie sind aber nicht willkommen, weil sie sozusagen ausgegrenzt werden sollen, sondern weil einfach die Rahmenbedingungen noch nicht geschaffen sind. Es sind zu wenige Trainer da, die Ausbildung ist noch nicht vorhanden. Und deswegen ist dann häufig die Hemmschwelle sehr hoch für Vereine, Athleten mit geistiger Behinderung aufzunehmen. Diese Sportgruppe ist seit Jahren eine Art geschlossene Gesellschaft. Das verbindet. Niemand denkt an Vereinswechsel. Niemand vermisst den anderswo üblichen internen Konkurrenzkampf. Ich finde es schön, dass es nicht so ist bei uns, weil wir sind Freunde fürs Leben ja auch. Und egal wer gewonnen hat, wir freuen uns dann für ihn mit.
für ihn mit. Und auch wenn auch eine Niederlage da ist, der andere dann enttäuscht ist, der dann nicht gewonnen hat, den pushen wir dann einfach auf. Ja, du bist auch ein Gewinner. Du bist auch ein Gewinner im Herzen. Die Weltspiele sollen eine besondere Sportveranstaltung werden, mit besonders fairen Regeln. Eingeteilt wird hier nicht nach Art und Schwere der Behinderung. Vorläufe sorgen bereits dafür, dass in den Finals nur gleich starke Athletinnen und Athleten gegeneinander antreten können. Es gibt eine 15%-Regel, dass die Athleten in der Klassifizierung und in den Finalläufen in der Leistungsabweichung nicht größer als 15% auseinanderliegen dürfen. Das heißt, wenn der Athlet in der Klassifizierung nicht seine volle Leistung zeigt und im Finallauf 15% schneller ist, dann wird er disqualifiziert. Das wissen alle Athleten, das wissen alle Trainer. Und deswegen ist das zum Beispiel eine Stufe, wo dann einfach sichergestellt wird, dass die Athleten wirklich in die Leistungsgruppe kommen, in die sie auch gehören. Also die Athleten, glaube ich, lieben das, weil das ja wirklich die Idee von Special Olympics ist. Das ist nicht Inklusion, aber das ist, glaube ich, gleichberechtigte Teilhabe. Den inklusiven Gedanken aber. Die Special Olympics haben auch ihn zum Programm gemacht. Jeder siebte Sportler, der hier mitmacht, ist ein sogenannter Unified Partner. Das sind Menschen ohne geistige Behinderung. Sie bestimmen zum Beispiel bei Teamsportarten wie Fußball die Taktik. Für unsere Athletinnen und Athleten ist der Unified Partner wichtig, weil er natürlich sowohl auf dem Feld als aber auch drumherum einfach ein Ratgeber, ein Freund sein kann und eine automatische Gleichberechtigung stattfindet. Und wir drehen das wirklich um. Unsere Unified-Partner, und das ist das Feedback, was wir ganz oft bekommen, lernen wahnsinnig viel durch unsere Athletinnen und Athleten. Morgens um 9 im Landschaftspark Herzberge im Osten von Berlin. Trainingsvorbereitung bei Robert Herberg. Er dreht seine Trainingsrunden auf einem Hightech-Rad. Der 41-Jährige ist schon früh am Tag richtig ehrgeizig, mit Blick auf das große Ziel. Mir geht es darum, Vollgas zu geben. Wir freuen uns auf die eine schöne Woche mit den großen Wettkämpfen, auf andere Leute, die auch Fahrrad fahren und auch andere Nationen, die kommen. Und dann gibt es ein schönes Bühnenprogramm. Und mit der schönen Flamme, die angezündet wird, und dann geht's los. Im dritten los und klein machen und jetzt um die Kurve, ganz eng. Unterstützt wird er von seiner Mutter, die es allerdings lieber hört, wenn man sie seine Assistentin nennt. Das Board bedeutet Robert wirklich sehr viel, denn dadurch hat er tatsächlich Freiheit erlangt. Robert war mal ein Rollstuhlkind, ne, konnte nicht laufen. Und jetzt ist er selbstständig, fährt allein mit dem Fahrrad zur Arbeit und nach Hause und nimmt an Weltspielen teil, gewinnt die auch. Also es ist schon eine große Leistung. Robert ist als Kleinkind am Herzen operiert worden. Es gab Komplikationen, die zu seiner Behinderung geführt haben, ihn aber nicht am Radfahren hindern konnten. In der Special Olympics-Szene ist Robert Herberg sehr bekannt. Er war das Gesicht der nationalen Spiele im vergangenen Jahr. Vertrat bei offiziellen Anlässen die Special Olympics-Bewegung. Und er genießt auch diese Popularität. Ich freue mich, einmal im Mittelpunkt zu stehen. Also mehr kann man daraus nicht ausdrücken. Ich spüre die Toleranz als Athlet und als Mensch. Nicht nur im Sport ist Teilhabe wichtig. Sondern auch im Berufsleben. Robert Herberg arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Sein Job? Die Aktenvernichtung. Arbeiten ist für mich sehr aufschlussreich, erfolgreich und bringt jede Menge, Zufriedenheit. Also ich bin meistens hier hinten bei den Aktenordnern, weil mir schwere Arbeit am meisten liegt. Der Sport ist sehr wichtig, unglaublich wichtig, sage ich mal so. Es ist eine schöne Ergänzung zum stille Sitzen oder stille Stehen und zum Arbeiten. Die Lichtenberger Werkstätten in Berlin haben mehrere eigene Sportgruppen.
Die arbeiten eng mit den Special Olympics zusammen. So fand Robert auch seinen passenden Sport. Eine Win-Win-Situation, auch für Betriebsleiter Jürgen Legschaar. Robert merkt diese Aufmerksamkeit auch und genießt das natürlich auch sehr. Und das motiviert ihn auch natürlich sehr, in seinem Selbstbewusstsein immer mehr zu machen, als man muss, schneller zu werden, weiter zu fahren und so. Robert Herberg und seine Mutter sind ein eingespieltes Team. Jeder hat seine festen Aufgaben in der Wohngemeinschaft. Robert ist ein toller Typ. Er ist ein junger, dynamischer Mann mit ganz viel Lust aufs Leben und auch ganz neugierig, sehr wissbegierig. Obwohl er nicht lesen und schreiben kann, merkt er sich viele Dinge und kann sie dann auch wieder abrufen, was mich immer wieder beeindruckt. Wenn er nicht gerade auf der Rennstrecke unterwegs ist, trainiert er auch im Fitnessstudio oder in seinem eigenen Sportzimmer. Medaillen bedeuten ihm viel. Bei den nationalen Spielen zuletzt holte er Gold und Silber. Auch bei den bisherigen zwei Weltspielteilnahmen stand er ganz oben auf dem Treppchen. Das sind Glücksgefühle, Glücksmomente, die nie wiederkommen. Diese Zufriedenheit, man feiert eine Woche Sport zusammen mit allen Athleten, die da kommen, aus verschiedensten Ländern, mit verschiedensten Sprachen, Hintergründen, Behinderungen, Einschränkungen, alles, was dazu gehört. Der 41-Jährige ist einer der wenigen deutschen Athleten, die bereits zum dritten Mal an Weltspielen teilnehmen. Er war schon in Los Angeles und Dubai am Start. Das ist ungewöhnlich, weil bei den Special Olympics gilt, wer einmal dabei war, muss anderen den Vortritt lassen. Es sei denn, es gibt in einer Sportart nur sehr wenige Athleten. Im Organisationskomitee sagen sie auch, Robert habe sich die erneute Nominierung verdient, weil er die Idee der Special Olympics perfekt verkörpere. Wir trainieren, um Spaß zu haben, um Freude zu haben am Leben. Wir feiern praktisch so ein bisschen unseren eigenen Erfolg. Wir trainieren ohne Doping und ohne andere Hilfsmittel. Wir schubsen uns nicht von der Bahn, bloß dass wir schneller sind. Wir rempeln uns nicht an. Beim Fußball, wir helfen uns noch gegenseitig. In Berlin beginnt bald ein Riesen-Event. Mit kleinen und großen Erwartungen. Hauptsache, dass ich weit gekommen bin, überhaupt zu schaffen und da mitzureiten, bei Weltmeisterschaften mitzureiten. Wir schaffen natürlich Begegnungen mit besonders mit Leuten, die noch nie eine Menschenbindung gesehen haben. Ich freue mich wieder, endlich mal Vollgas zu geben auf der Straße, 17. Juni. Kommt bitte. Egal, ob wir die Behinderung haben oder nicht, genau, dass wir einfach wahrgenommen werden. Die Weltspiele der Special Olympics in Berlin. Welchen Beitrag können Sie leisten für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung?